Zeiten ändern sich. Galt früher der Friseursalon als ein Ort, an dem Frauen den neuesten Tratsch besprechen und den Männer höchstens alle 3 Monate mal besuchen, liegen seit Anfang des Jahres Barbershops total im Trend. Es folgen 6 Fakten, die euch das Phänomen des hippen Männerfriseurs erklären. In den USA schon ganz normal. Wie so viele schöne Dinge kommt der Trend zum hippen Herrenfriseur aus den Vereinigten Staaten. Dort gehören Barbershops, in denen rasiert und geschnippelt wird, zum Bild einer jeden amerikanischen Stadt. Der Barbier ist hier ähnlich wie ein Pub in Irland viel mehr als nur ein Dienstleister. Man fährt auch für Klatsch und Tratsch zu ihm und im Idealfall kennt er einen schon, seit man ein kleines Kind ist. An allem sind die Hipster schuld. Naja, vielleicht nicht an teuren Wohnungen oder dem kalten Wetter, aber an der neuen Mode haben sie sicherlich ihren Anteil. Denn seit ein paar Jahren gelten Vollbärte wieder als sehr angesagt. Da wir im Kapitalismus leben, dauert es meistens nur wenige Sekunden, bis ein Trend zu Geld gemacht wird. Neben allerlei Bartölen und Tinkturen, die auf den Markt kamen, ist die Dienstleistung des Barbers nur die logische Konsequenz aus diesem Hype. Beim türkischen Friseur gibt's dasselbe. So neu ist die Idee des Herrenfriseurs allerdings auch in unseren Breiten nicht. Wer einen türkischen oder arabischen Herrenfriseur in der Gegend hat, der kennt den Service der guten Rasur und des komplett auf den Mann abgestimmten Angebots schon lange. Auch das Abfackeln überflüssiger Haare und die Zupftechnik mit Hilfe eines Fadens kann man hier genießen. Wer also mal eine Mischung aus Abenteuer, Wellness und Friseurbesuch erleben möchte, sollte sich trauen und zum Coiffeur, also Friseur auf Türkisch, um die Ecke gehen. Auch Frauen eröffnen Barbershops. Naja, und wieso auch nicht? Handwerklich sind Frauen auf einem Level mit Männern und wenn man einfach für ein nettes Gespräch und eine Frisur in den Salon kommt, kann eine Frau dies auch erledigen. Es sind allerdings eher wenige Damen, die einen Herrensalon eröffnen. Bei der Barbershop-Meisterschaft meldeten sich von 100 Teilnehmern gerade mal 2 Frauen an. Auch Bier und Whisky gibt es. Um das heimelige Gefühl, welches man beim Barber seines Vertrauens bekommen soll, zu verstärken, setzen die Meister der Zunft auf ein zweites Standbein. Neben den üblichen Dienstleistungen kann in vielen Shops auch Whisky und Bier verköstigt werden. Das lockert die Zunge und schafft Vertrauen. Der deutsche Meister. Der deutsche Barbershop-Meister wurde im Oktober 2016 in Nürnberg gekürt. Über 100 Teams traten in den Messehallen gegeneinander an. Die Jury kürte den 39-jährigen Cesar Soylu aus Augsburg zum besten Barbier Deutschlands. Der zeigt sich nach seinem Sieg total aus dem Häuschen. Ich bin einfach überwältigt und dankbar und kann es noch gar nicht fassen. Der Jury kam es dabei nicht nur auf die Qualität des Haarschnittes an. Das Gesamtpaket sei entscheidend gewesen. Wart ihr schon mal in einem Barbershop? Verratet es uns in den Kommentaren, abonniert unseren Kanal und gebt einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat.